bewegt zum Zoll. Ja, Mann. Heute mal ein bisschen was anderes. Könnt ihr sehen, was wir so außerhalb vom Kartenshop machen. Autofahren. Krasse Musik noch. Hoffe, die gefällt euch. Wir holen so ein Paket ab von Ultra Pro. Wieder ein Review für euch vielleicht. Das hat jetzt 2 Monate gedauert und seitdem sind wir von Ultimate Guard gesponsert. Deswegen ist es ein kleiner Interessenkonflikt, aber mal schauen. Freust du dich schon auf das Paket? Eigentlich schon. Ich hoffe, es sind genau die Sachen drin, die ich bestellt habe. Was geht ab, Leute? Chong hat sich verfahren. Falsche Spur bin ich jetzt. Ich muss nach links, aber ich muss hier nach rechts. Scheiße! Ja, ich mach Chong-Style. Ich fahr einfach. Scheiße. Oh, ich war perfekt. Wir haben es endlich geschafft. Hey, bitte hier. Ja, Mann. Aber 30 Grad. Da ist das Münchner Zollamt. Der Todesfeind für jeden Yu-Gi-Oh!-Trader. Wir waren gerade beim Zoll, haben das Paket abgeholt. Wir müssen es aufmachen. Dies, das, bisschen reden. Was vom Zoll so macht. Die haben uns nicht geglaubt, dass es unter 22 Euro gebracht hat. Ja, es war halt Werbegeschenk von den Ultra Pro gewesen. Wir wollten wahrscheinlich noch ein paar Gebühren und so steuern eigentlich, aber wir konnten uns rausreden. Genau, Asiaten-Style halt. Wollten wir auch rausziehen. Ich glaube, das Paket hat es ungefähr, wenn man den Laden kauft, sogar 40, 50 Euro wert. Aber wir haben einfach gesagt, es kostet weniger als 22 Euro. Also war schon ein korrekter Typ eigentlich. Aber schade, weil an der Kasse arbeitet so eine hübsche. Aber die ist echt geil gewesen. Warum ist das nicht kalt? So, ich mache jetzt für euch extra exklusiv für euch einen krassen Sound. Bist du bereit, Tom? Ich bin bereit. Richtig krass. Boah. Richtig große Noppel. Beide. Beide. Richtig Team Bubble. Team Bubble. Ja, Mann. Okay, auf geht's. Wir gehen jetzt. Oh, die abzopfen. Was hat die da? Weiter geht unsere Reise. Wir schauen bei Rudy vorbei. Exklusiv-Video. RSC Rudolf Schnitzer. Werbebettel. Werbung. Extra Werbung. Er ist ein Rudy. Servus. Hier unten ist ein schönes Lächeln von dir. Na, bist du glücklich? Ja, sieht gut aus. Wir sind jetzt hier in Rudis Laden. Schaut euch der Sammlung an. Klasse Typ. Was geht, Rudi? Ja, jetzt hat er. Geht nicht. Suchen wir mal die Nummer da unten. Docs. Docs 65.
Geht jetzt auch. Sieht so ganz krass aus. Bitte? Geht jetzt auch 2 viel. Ich habe das letzte Mal nur für 7 hier. Die ging ja 70. Rechnet 1000 in Deutsch? Nein, weil die kriege ich gleich. Also die wollen es auch nicht haben. Die sind echt sexy. Die kriegt auch so jeder. Ja, die wir vom Lorenzo. Aber wie gehst du vom Lorenzo? Für 70 her kriegt das Stück. Ich gebe dir auch was drauf. Bisschen so 1, 2 Euro oder so. Die gehen genauso viel. Auf Deutsch oder Englisch. Scheißegal. Weiß selber, wo die. Optisch ist das schon gleich ganz anders. Du kriegst es doch eh los. Der Kind erklärt. Wie viel hast du davon? Nur 2. Die 2, ja. Ja, schau. Ja, das ist ja 2 ist besser als keiner. Ja, ich hab noch. Das ist ein Spitzel in so. Denkst du, da geht's um die 30. Was? Der geht, glaube ich, die Hälfte. Mach schneller. 5er. Ah, fuck. Ja, aber das habe ich in Kommen auch für 1 Euro, wenn du es machst. Wie in Deutsch? Na, weil ich da jetzt 2 Englische habe. Warte mal. Warte, schau mal, was da, ich habe, das ist die zweite, aber schau mal, was da drin ist. Wenn ich da eine Deutsche drin habe, dann ist mir wurscht, dann tausche ich es um gegen eine Deutsche. Du kannst sein. Aber der hat 2 Stück. Aber ich weiß jetzt nicht, wie du hast. Ich weiß halt von den wenigsten der Name. Ja, nicht so schlimm, ich krieg meine Schau. Werden wir schon finden. Alles klar, okay. Wir sehen uns. Tschüss. Auf geht's, FT. Ja, mal ein paar Videos für euch drehen. Kurz abstechen bei Rudi. Bist du zufrieden mit deinem Tausch? Der war eigentlich sehr zufrieden. Ich habe scheiße gegen gute Karten eingetauscht. Naja. Was geht ab, Leute? Wir sind in Schwabing. Schau, das ist Münchner Freiheit, Leute. Wenn ihr abends was trinken wollt und ein bisschen feiern wollt, hier ist der perfekte Ort. Für Jugendliche. Ja, Mann. Da hinten ist eine gute Shisha-Bar. Genau, da ist ein gutes Restaurant gleich rechts von Hong. Bella Italia. Relativ günstig zu essen. Ja, und wir fahren jetzt zum verrückten Eismacher, weil John auf einmal Bock auf Eis hatte. Genau, der macht jetzt bald zu, weil er Winterpause macht. Jetzt gehen wir uns noch um eine Kugel Eis, dann auf geht's zum FT, ein bisschen abzocken. Geiler Tag, Leute, geiler Tag. Der macht echt verrückte Eissorten, falls ihr da seid. Ja. Schaut vorbei, kauft alles außer Döner. Döner ist echt eklig. So Leute, wir waren gerade beim verrückten Eismacher, haben uns was gegönnt. Was hast du dir gekauft? Ich habe hier Kinder Bueno und Cookie zum Probieren. Was hast du? Auch Kinder Bueno, Honigmelone und Spezi zum Probieren. Schmeckt Spezi. Ja, Mann. Letztes Mal hatten wir Döner. Ja. Das hat echt nicht so gut geschmeckt. Dies hat die Zwiebel rausgeschmeckt und das Fleisch. Ja, Mann. Diesmal hat er Leberkäse im Angebot. Ja. Aber diesmal haben wir uns nicht getraut. Nee. Wir essen das Eis jetzt noch auf und dann geht's zum FT. Ja, Mann. Da treffen wir Tati und dann drehen wir ein paar Videos für euch. Also bis gleich. Da vorne links ist mein Uni-Jungs. Leute. Und hier haben wir Chong, der verrückte Autofahrer. Er fährt mit einer Hand. Ich weiß nicht, ob man das darf, aber ich fahre einfach jetzt mal so. Genau da haben wir meinen Uni. Da chill ich immer. Sitze meine Zeit ab. Richtig wie der Zelle. Nee, in letzter Zeit macht es sogar echt Spaß, Mann. Weil Hong neue Freunde getroffen hat. Ja, Mann, neue Freunde. Von deinen Freunden, Hong. Interessante Themen, ist schon ganz okay dort. So Leute, wir sind auf dem Weg zum Containment, so sieht das hier in der Umgebung aus. Der Tunesier wartet bereits auf uns. Ultra Pro. Geht ab, Mann. Geh mal rein, geht's los, oder? Perfekt. Wir sind auf der rechten Seite, oder? Auch perfekt. Hört ihr? Wir räumen da irgendwas um. Keine Ahnung. Hört ihr, Leute? Wir sind diesmal auf der rechten Seite. Zeigen wir euch mal ein bisschen, wie das dort aussieht. Viel nobler und high class, Mann. Ja, Magic. Yu-Gi-Oh! Ist, Alter. So tot, Mann. Einfach der Unterschied zwischen Kamen und Secret Rare, Alter. Oder Ghost Rare, Mann.
Da sind doch Yugi-Menschen. Drei. Wir haben schon Ultimate Garden, Mann. Das kann man nicht mehr. Da kannst du aber kein Review drehen davon, ganz ehrlich. Das haben wir schon angesprochen, dass es ein Interessenkonflikt ist. Ja, aber da kannst du eigentlich echt nicht machen. Ja, was soll die machen? Was soll ich machen, wenn die zwei Monate brauchen? Und wir in der Zwischenzeit gesponsert werden? Und noch von den besseren. Die sind echt besser, die haben echt enttäuscht. Schauen wir uns mal die Kiste an. Nee, wir schauen uns erstmal den Laden hier an. Schau, wie schön das hier aussieht. Hey, wer hat euch das erlaubt? Das okay, echt rot, Mann. Bis auf das hier, das ist echt gut. Ja. Der Rest ist tot, Mann. So Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein kleiner Einblick hinter die Kulissen, was wir so treiben. Wenn es euch gefallen hat, würde mich ein Kommentar freuen. Und dann könnt ihr gerne schreiben, ob ihr noch mehr von solchen random Videos sehen wollt, hinter den Kulissen. Bisschen kleiner Einblick hinter das Team und was für Aufgaben wir so haben, was wir so besprechen und sowas, was für Probleme zum Beispiel wir mit Ultra Pro zum Beispiel gehört hatten. Ansonsten, wenn ihr einen Rundgang durch die Magic-Seite sehen wollt und wie hübsch die es dort haben, könnt ihr das auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten war's das. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite und natürlich unsere Sponsoren. Alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt mich.